PCGH hat Battlefield 2042 einem Techniktest unterzogen. Dabei testen wir den neuen DICE-Shooter mit 22 GPUs ohne Raytracing, 14 GPUs mit Raytracing sowie 9 CPUs mit und ohne Raytracing. Battlefield 2042 bricht mit einigen Traditionen und nicht überall kommen die Gameplay-Änderungen gut an. Der Online-Shooter hat definitiv auch seine unterhaltsamen und spektakulären Seiten, doch zum aktuellen Zeitpunkt funktioniert das Gameplay eher schlecht als recht. Auf technischer Seite ist Battlefield 2042 zum Launch zwar hübsch anzusehen, aber sehr unrund. Selbst mit bereits erschienenem Day-One-Patch, den PCGH für seinen Test benutzt hat. Was Battlefield 2042 auf dem Papier anbietet, wirkt im Grunde sehr vielversprechend. Die weitläufigen Maps, die unterschiedlichen Fahr- und Flugzeuge, ja sogar die kontroversen Spezialisten bzw. deren Fähigkeiten bieten vielfältige Herangehensweisen, wie ihr Situationen in Angriff nehmen könnt. Auf den von uns getesteten Plattformen mit allen Grafikkarten und selbst mit minimierten Grafikdetails ruckelt das Spiel häufig. Hin und wieder lassen besonders heftige Nachladeruckler die Bildraten in einstellige Bereiche abfallen. Die Server-Performance ist instabil, was gelegentlich zu Verbindungsabbrüchen führt, sich viel häufiger in Rubberbanding, Lag und nicht registrierten Treffern manifestiert. Es kommt obendrein mit großer Häufigkeit zu Clipping-Fehlern, Animationsaussetzern und kleinen Physikkatastrophen. Die Entwickler schrauben aber stetig weiter. Update 1 und Update 2 sind bereits erschienen. Update 3 steht schon für Anfang Dezember an. Battlefield 2042 setzt auf die aktuelle Version der Frostbite Engine. Es handelt sich offiziell noch immer um die dritte Version des Grafikmotors, die bereits seit Battlefield 4 und unter anderem auch in den letzten FIFA-Teilen Need for Speed oder Anthem eingesetzt wurde. Allerdings hat sich die Frostbite Engine seit Teil 4 deutlich gewandelt und wurde umfassend modernisiert. Es kann wohl außerdem davon ausgegangen werden, dass die entsprechenden Studios umfassende Änderungen vorgenommen haben. Auch für Battlefield 2042 sind einige Neuerungen und insbesondere Optimierungen für die neuen großen Karten eingeflossen. Battlefield 2042 setzt obendrein wie schon Battlefield 5 auf Raytracing. Allerdings nicht für Spiegelungen, sondern für die sogenannte Umgebungsverdeckung. Auch wird ausschließlich auf die DirectX 12 Schnittstelle gesetzt. Der Vorgänger bot noch optional einen DirectX 11 Pfad an. Generell ist Battlefield 2042 technisch fortschrittlich und bietet einige sehr schicke Effekte und interessante Grafikspielereien. Die Systemanforderungen lesen sich gemäßigt, insbesondere nach der Beta, welche die Entwickler als Grund für eine Verringerung der minimalen CPU-Anforderungen begründeten. Technisch gesehen lässt sich mit dem Ryzen 5 1600X halbwegs flüssig spielen, zumindest mit reduzierten Details. Allerdings ist die CPU in Battlefield 2042 ausgesprochen wichtig für eine möglichst saubere Performance. Vor allen Dingen bei den häufigen, heftigen und chaotischen Auseinandersetzungen mit mehreren Dutzend Spielern, Fahrzeugen sowie einer entsprechenden Dichte an Geschossen, Explosionen und umherwirbelnden Körpern. Wir würden also eine etwas potentere CPU empfehlen. Da die CPU-Auslastung von Vielkernprozessoren zum momentanen Zeitpunkt eher schlecht ausfällt, ist daher aktuell ein flotter, möglichst hochtaktender 8-Kerner wie der Ryzen 7 5800X optimal. Die Empfehlungen für die Grafikkarten sind prinzipiell in Ordnung. Minimal sind das eine GeForce GTX 1050 Ti oder Radeon RX 560. Empfohlen wird eine GeForce RTX 3060 oder Radeon RX 6600. Wie immer bieten wir Ihnen die Ergebnisse in den vier verbreiteten Auflösungen Full HD, WQHD, UWQHD und Ultra HD. Als Grafikkarten-Benchmark-Szene haben wir, wie immer, einen überdurchschnittlich anspruchsvollen Abschnitt auserkoren. Diesen fanden wir nach ausgedehnten Matches auf allen Karten, welche zweifellos stark unterschiedliche Anforderungen an die PC-Hardware stellen. Nicht zu vermeiden ist, dass die GPU-Benchmarks aufgrund der notwendigen Reproduzierbarkeit im Solo- und Koop-Modus gegen Bots stattfinden. Der echte Mehrspieler-Modus bietet auf Wunsch größere Karten, läuft schlechter und ist aufgrund schwankender Serverqualität und des typischen Chaos-Faktors nicht für valide Messungen geeignet. Am Ende aller Probemessungen landen wir bei der Karte Orbital, welche eine hübsche Mischung aus Natur und Gebäuden darstellt. Die Messungen finden relativ nah am RU-Startgebiet statt. Wir erklimmen einen Hügel, überblicken damit weite Teile der Karte und sprinten 20 Sekunden über das dicht bewachsene, saftige Grün in Richtung Raketenbasis, während sich die Truppen in weiter Entfernung bekämpfen. Die GPU-Last in der Testsequenz ist überdurchschnittlich hoch, so das gilt, was bei den allermeisten PCGH-Benchmarks gilt. Erreicht eine Grafikkarte hier flüssige Bildraten, ist sie für das übrige Spiel gut gerüstet.
Da wir mit maximalen Details und erweiterten Field of View testen, bilden wir tendenziell ein Worst-Case-Szenario ab, wenngleich es sich streng genommen um keines handelt. Vermutlich werden die meisten Spieler gezielt Effekte abschalten, um bessere Bildraten und Sichtbarkeit der Feinde zu erhalten. Doch das Ausmaß und der Geschmack sind unterschiedlich. Kommen wir nun zu den Ergebnissen. Angefangen bei maximaler Qualität ohne Raytracing. Bereits Battlefield 5 harmoniert sehr gut mit Radeon-Grafikkarten der RX 6000-Reihe, und Battlefield 2042 setzt die gute Zusammenarbeit fort. Dass eine Radeon RX 6800 XT an Nvidias Speerspitze GeForce RTX 3090 vorbeizieht, hat Seltenheitswert. Wie üblich machen die Ampere-GPUs mit steigender Auflösung Boden gut. Die Radeon RX 6900 XT-LC bleibt jedoch bis inklusive Ultra HD ungeschlagen. Die übrigen Zahlen sehen vertraut aus, sofern man die erneute Schwäche der GeForce GTX 980 Ti als neue Normalität ansieht. Maxwell hat seine besten Tage längst hinter sich. Bei den Ultra HD-Werten der untersten drei Grafikkarten handelt es sich übrigens nicht um Platzhalter, sondern um echte Messungen mit einer klaren Botschaft. 6 GB Grafikspeicher führen in Ultra HD mit maximalen Details zum Kollaps. Obwohl wir bei speicherarmen Grafikkarten pro Match zeitaufwendig das Spiel neu starten. Apropos Speicher und Kollaps, das sind die Stichworte für die Benchmarks mit Raytracing, Umgebungsverdeckung in absolut maximalen Details. Die mittels Strahlverfolgung dargestellte Ambient Occlusion steht lediglich auf Grafikkarten zur Verfügung, welche DirectX Raytracing 1.1 in Hardware beherrschen, sprich GeForce RTX 20er, 30er und Radeon RX 6000er Serie. Die Kosten für die präzisere Verschattung halten sich ausgehend von HBAO voll, das laut unserem Kenntnisstand mit voller Bildschirmauflösung arbeitet. In Grenzen senken die Bildrate aber fühlbar. Circa 20% kostet die Raytracing Ambient Occlusion mindestens. Sogar in Full HD, denn das Raytracing belastet auch den Prozessor mit hohen Grundkosten. Steigende Auflösungen brechen so manch kleiner Raytracing-GPU schließlich das Genick. Und zwar nicht nur, weil die Rechenleistung nicht ausreicht. Auch die Speicherkapazität, mit HBAO erst in Ultra-HD ein Spielverderber, hat mit Raytracing Ambient Occlusion ein gewichtigeres Wörtchen mitzureden. Wie in Forza Horizon 5 zeigt Nvidia auch in Battlefield 2042, dass GeForce-GPUs mehr effektiv nutzbaren Speicher aufweisen als Radeon-Chips. Während die 8 GB Grafikkarten Radeon RX 6600 und 6600 XT bereits in WQHD leichte Speichermangelsymptome wie sporadische starke Nachladeruckler zeigen, tritt dies bei 8 GB GeForces wie der RTX 2070S oder RTX 3070 Ti erst ab ultraweit QHD auf. Je länger das Match, desto öfter passiert das. Spaß kommt dann mit der 8 GB Kapazität keine mehr auf. In Ultra HD bricht schließlich nur noch die GeForce RTX 2060 wegen ihrer 6 GB zusammen, während die 8 GB Modelle wie schon ohne Raytracing mit einem dunkelblauen Auge davonkommen. Wir vermuten, dass größere Schlachten mit bis zu 128 Spielern auf erweiterten Karten das Problem nicht nur beschleunigen, sondern drastisch verstärken, haben jedoch keine Messungen dazu vorliegen. Die 12. Core-Generation der Intel-Prozessoren bringt eine Tatsache mit sich, die sich mit unserer bisherigen Testmethodik beißt: Windows 11. Das liegt am verwendeten Intel Thread Director, der bislang nur mit Windows 11 korrekt funktioniert. Wir gehen mit Microsofts Ansage konform, dass Sicherheit an erster Stelle steht. Wir sahen uns daher gezwungen, eine zweite Testplattform aufzubauen, die auf Windows 11 und die Sicherheitsmaßnahmen TPM, Secure Boot und die Kernisolierung HVCI setzt. Da sich diese Dinge neben dem Betriebssystem auf die CPU-Leistung auswirken, sind die neuen CPU-Daten nicht mit der alten Windows 10-Konfiguration vergleichbar. Wir haben neben diesen Änderungen zudem die hardwarebeschleunigte GPU-Planung in Windows 11 aktiviert. Für die neue Sockel 1700-Plattform setzen wir auf ein MSI Z690 Carbon Wi-Fi mit zum Testzeitpunkt aktuellem BIOS.
Als Arbeitsspeicher kommt ein 32 GB Kit mit DDR5 4400 von Kingston zum Einsatz. Normalerweise ist dieses Kit bis DDR5 5200 spezifiziert. Wir laden das XMP 3.0 Profil und korrigieren dann nur noch die Taktfrequenz nach. Natürlich greifen wir auf die zum Testzeitpunkt jeweiligen aktuellen Treiber und Updates zurück. Darunter fällt der Grafiktreiber 496.84 und natürlich auch das Windows 11 Update, welches den L3-Cache-Bug von AMD Ryzen behoben hat. Zusätzlich kommt bei den AMD-Benchmarks der aktuelle Chipsatztreiber zum Einsatz, damit CPPC korrekt funktioniert. Wie auch bei allen anderen offiziellen PCGH-CPU-Benchmarks gilt, dass wir die jeweilige CPU vor den Benchmark-Durchläufen eine Aufheizperiode unterziehen, damit temporäre Turbo-Modi die Ergebnisse nicht verfälschen. Dazu konfigurieren wir ein TDP-Limit. Jede CPU wird auf die Parameter fixiert, die der Hersteller für das jeweilige Modell vorsieht. Alle Messungen werden mittels CapFrameX durchgeführt. Jeder Benchmark-Durchlauf wird mindestens dreimal wiederholt. Anders als die Grafikkarten-Benchmarks finden die CPU-Messungen auf der Karte Kaleidoskop statt. Wir haben alle Karten geprüft und diese zeigt die höchste CPU-Last auf. Da Benchmarks in Battlefield 2042 wegen des Chaos-Faktors nicht so einfach sind, finden diese einerseits mit Bots und andererseits mit einer sehr ruhigen Szene statt. Gerne würden wir uns für die Benchmarks ins Getümmel stürzen, aber so etwas ist leider nicht reproduzierbar. Für euch wiederum ist das eine gute Nachricht, denn es gibt euch die Möglichkeit, unsere Benchmarks ganz einfach nachzustellen. Im Fall der CPU-Benchmarks braucht ihr die Karte Kaleidoskop nur im Solo-Modus zu starten und mit einem Jeep an der US-Basis loszulegen. Normalerweise steht die Frostbite-Engine für eine vorbildliche Kernauslastung. Wir meinen das ernst. Bei Battlefield 5 werden sogar mehr 32 Threads in bessere Performance verwandelt. Offenbar hat man bei 2042 einen anderen Weg eingeschlagen, denn ab 8 Kernen und 16 Threads ist Schluss. Ein AMD Ryzen 9 5900X kann sich von einem inzwischen veralteten Intel Core i9 9900K nur um 17% absetzen. Wir kommen zudem in die Situation, dass ältere Prozessoren trotz vieler Kerne nicht mehr in der Lage sind, das Spiel flüssig darzustellen. Zu einem Überfluss kommt uns der Origin-Kopierschutz auch noch in die Quere, der bereits bei der dritten Aktivierung einer CPU den Start des Spiels verweigert. Wir haben daher die Möglichkeit ergriffen und das Spiel einmal mit und einmal ohne aktivierter Raytracing-Option getestet. Man würde es nicht erwarten, aber aktuell kosten die Schatten sehr viel CPU-Leistung. Ein Ryzen 9 5950X ist mit Raytracing Ambient Occlusion etwa auf dem Level eines Core i7-7700K ohne diese Option. Wenn nicht einmal so eine mächtige CPU mit dem Spiel klarkommt, welche dann? Uns plagen mit aktiviertem Raytracing zudem heftige Nachladeruckler, die ohne diese Optionen nicht auftreten. Wir raten daher vorerst davon ab, diese Funktion zu nutzen. Abgesehen davon, wenn das Spiel einmal läuft, dann bleiben auch die Frametimes ruhig und still. Je nach Spielstil fallen aber auch mal wieder kleine Ruckler auf, die das Spielgeschehen stören. Je weniger Kerne eine CPU hat, desto öfter treten die Stocker auf. Und das liegt natürlich auch an der erhöhten Spielerzahl von 127 anderen Mitstreitern auf den riesigen Karten. Egal ob ein Core i7-8700K mit 6 Kernen, ein Core i9-9900K mit 8 Kernen oder ein Ryzen 9 5900X mit 12 Kernen zum Einsatz kommt, das Spiel ruckelt und zuckelt immer mal wieder vor sich hin. Habt ihr Fragen zu unseren Battlefield-Benchmarks, dann stellt sie bitte hier in den Kommentaren zu diesem Video.